Hallo meine Lieben, ich begrüße euch heute am Samstag mit einer sehr großen Legung, wie ihr seht. Und zwar, ich habe mich dazu entschlossen, das dieses Mal etwas anders zu machen. Ihr seid es ja von mir gewohnt, wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, dass es immer am jeweiligen Monatsende zwei Readings gibt für das Kollektiv der Seelenpaare. Und nachdem ich ja relativ ausführlich letzte Woche geschildert habe, dass ich dafür plädiere, wirklich hauptsächlich meine Arbeit hier auf diesem Kanal auf dich, die oder der du jetzt zuschaust, und deine eigene Weiterentwicklung zu spezialisieren, hat es sich für mich nicht mehr so ganz stimmig angefühlt, diese zwei Videos zu machen. Ich habe jetzt beschlossen, ich frage heute mal nach den Energien in unseren Seelenverbindungen. Ich habe das letzte Mal schon darauf hingewiesen, da geht es nicht nur um romantische Liebesbeziehungen. Ja, eine Seelenverbindung kannst du mit einer Freundin haben, mit einem Arbeitskollegen, mit deinem Kind, mit deinem Elternteil. Ja, das sind Seelen, die einer gemeinsamen Seelenfamilie entstammen und vielleicht schon in früheren Inkarnationen, eventuell in ganz anderer Konstellation miteinander zu tun hatten und sich jetzt für dieses Leben wieder verabredet haben, um uns Aufgaben zu bringen. Und ich habe deswegen beschlossen, zwei Legungen in dieses eine Reading zu nehmen. Und zwar hier auf dieser Seite habe ich eine Legung gemacht für dich, wenn du dich eher als den Herzmenschen in deiner Seelenverbindung betrachtest. Das heißt, wenn du schon erkannt hast, dass es deine Aufgabe ist, in deine Selbstständigkeit, in deinen Selbstwert, ja, zu finden, vielleicht auch dich groß zu machen, Grenzen zu setzen oder dich aus ungesunden Abhängigkeiten zu lösen. Ja, und auf dieser Seite frage ich nach den Energien, wenn du spürst, dass es dir nicht ganz so leicht fällt, dich in einer so ganz besonderen Verbindung tatsächlich einzulassen auf dein Gegenüber. Wenn du vielleicht auch spürst, nach einer schmerzhaften Erfahrung in der Vergangenheit hast du dein Herz ein bisschen verschlossen und bist jetzt vielleicht eher so im Verstand zu Hause. Ja, und du fühlst für dich hinein, wo du dich besser erkennen kannst, ja. Und ich habe jetzt auch nicht nur für die kommenden 4 Wochen gefragt, ich nehme die Energie wirklich bis zum Jahresende als sehr transformativ wahr, gerade was diese Seelenverbindungen betrifft, ja, wenn du also das Gefühl hast, in einer Beziehung zu einem Menschen, da gibt es so etwas ganz Besonderes, dieser Mensch möchte mir etwas aufzeigen, da habe ich eine Aufgabe, dann wollen wir heute mal schauen, wie sich die Energien und auch Aufgaben für euch jetzt entfalten bis zum Jahresende. Ich wurde neulich mal gefragt in einem Kommentar, ja Uli, du hast ja schon vor ein paar Jahren immer gesagt, du hast das Gefühl, im Jahr 2022 kommen alle Seelenpaare, die sich schon kennen, in eine gelebte Beziehung. Jetzt ist es aber bei mir nicht so, was sagst du denn dazu? Da habe ich schon einiges dazu gesagt, ich möchte es aber hier gerne nochmal wiederholen. Ich habe in diesem Jahr sehr viele Paare zusammenkommen sehen, ja, wir durften sogar Hochzeiten feiern, an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Allerdings ist es immer davon abhängig, wie gut man seine Aufgabe erkannt und gemeistert hat, ja. Das heißt, wenn jemand davon ausgegangen ist, ja, bis zum Jahre 2022 werde ich auf jeden Fall mit meinem Seelenpartner oder mit meiner Seelenpartnerin in einer gelebten Beziehung sein, hat aber gar nicht erkannt, was vielleicht die ursprüngliche Aufgabe in dem Prozess gewesen ist und ist diese Aufgabe auch gar nicht angegangen, sondern wartet jetzt sehnsüchtig aufs Jahresende, weil man glaubt, die geistige Welt serviert den Seelenpartner dann auf dem Silbertablett und sagt so, wir haben es doch prophezeit, hier ist er oder hier ist sie. Das ist natürlich ein Trugschluss, ja. Viele Paare sind in diesem Jahr zusammengekommen, weil die Aufgabe erkannt und gemeistert wurde. Allerdings sind auch viele vermeintliche Seelenpartner als karmische Lernpartner entlarvt worden. Und viele Menschen haben festgestellt, das ist kein
keine Verbindung, ja, die dazu bestimmt ist, in einer gelebten Beziehung Erfüllung und ja, Freude, Glück, alles, was man sich vorstellt, was zu einer gelebten Beziehung gehört, in mein Leben bringt, sondern ich habe ganz genau erkannt, welche Aufgabe dieser Mensch in meinem Leben für mich hatte. Ich konnte mich lösen, ich konnte diesen Zyklus schließen und damit hast du dich in deiner eigenen Entwicklung ein großes Stück weiterentwickelt und kannst dich bereit machen für einen Menschen, der dir auf einer Schwingungsfrequenz begegnet, die du jetzt nämlich eingenommen hast durch deine Weiterentwicklung. Ja, also das wollte ich nochmal kurz erläutern. Es hängt immer davon ab, wie gut wir unsere Aufgabe erkennen und diese auch angehen. Und da bin ich gleich bei dir hier auf dieser Seite. Ich habe für jede Seite aus dem Deck Lektionen deiner Seele von James van Praag eine Orakelkarte am Anfang herausgemischt für das Hauptthema jetzt bis zum Jahresende. Und für dich fiel die Trauer. Und hier heißt es auf der Karte, ich erkenne, dass jeder Verlust mir Gelegenheit gibt, das Verlorene wertzuschätzen. Und um es zusammenzufassen, meine Lieben, auf dieser Seite für dich, ja, geht es vor allem auch mit der gefallenen Hauptenergie, dem Tod und der Königin der Stäbe. Wenn du als Mann schaust, zieh es bitte als König der Stäbe an, ja. Geht es darum zu verstehen, dass der Mensch, mit dem du dich in einer Seelenverbindung wähnst, eine gewaltige Transformation in dir angestoßen hat und vielleicht bist du traurig darüber, weil du diesen Menschen aus deinem Leben entlassen musstest, weil du das Gefühl hast, es ist jetzt soweit, dass dieser Mensch gehen darf, ja, aber er macht dich zu dem Menschen, der du in Wirklichkeit bist, nämlich eine strahlende Seele, die sich ihres Wertes bewusst ist, die das Beste verdient und das auch verinnerlicht hat und die entschlossen hat, sich groß zu machen. Darum ging es auch wieder im Freitagsvideo, die Energien bis zum Jahresende lassen keinen Zweifel daran, dass es für uns, und das sind alle Menschen gemeint, ja, darum geht, uns groß zu machen. Nicht mehr wegzuducken, nicht mehr klein zu machen, niemandem mehr unseren Kelch der Liebe hinterherzutragen, sondern in unsere Größe hineinzuwachsen. Und in deiner Vergangenheit liegen die 7 Schwerter. Vielleicht fühlst du dich betrogen, belogen, ja? Vielleicht hast du auch erkannt, der Mensch, mit dem ich dachte, das ist eine Verbindung, die gelebt werden kann, vielleicht meine Dualseele, vielleicht meine Zwillingsseele, hat sich als karmischer Lernpartner entpuppt und du weißt, dass du dir vielleicht in weiten Teilen auch etwas vorgemacht hast. Viele Menschen kommen derzeit wirklich mit großen Schritten aus einer Illusion heraus und stellen fest, das, was ich mir hier vielleicht auch selber vorgemacht habe, eingeredet habe oder ja, was ich mir halt so sehr gewünscht hätte, dass es der Wahrheit entspräche, entspricht aber nicht der Wahrheit. Und deswegen fällt in deinem Unterbewusstsein eine Karte, die dich ermutigen möchte, diesen Weg weiterzugehen. Das sind nämlich die 3 Kelche, sehe ich hier eindeutig als die Erntedankkarte. Du wirst die Früchte dieser Arbeit ernten. Wenn du dich jetzt in einer Phase befindest, wo du glaubst, wow, das ist eine sehr, sehr schwere Zeit gewesen in diesem Jahr. Ich habe vieles über mich erkannt, aber es ist auch viel Illusion zerbrochen. Träume sind zerplatzt, ja. Man ist aus einer rosaroten Wolke gefallen. Ja, wie ich im Übrigen auch, ja. Ich meine, wer meinen Weg jetzt mitverfolgt hat, was hier im August zwischen Micha und mir passiert ist, hat auch mich aus einer Illusion katapultiert. Und das ist aber nötig, um wieder noch mehr in unsere Kraft und Stärke zu kommen, ja, um noch mehr zur Stabkönigin oder zum Stabkönig zu werden und dir zu sagen, ich weiß jetzt, dass alles macht Sinn, weil ich immer wieder überprüft werde, wie stark bin ich eigentlich? Ja, wie sehr ruhe ich denn schon in mir? Wie sehr habe ich mich schon in eine Unabhängigkeit von dem anderen hinein entwickelt?
Und da durfte vieles sterben, ja? Wie gesagt, vor allem die Illusion. Und das ist schmerzlich, meine Lieben. Ich habe hier gefragt, wie siehst du denn das Ganze? Und hier fallen die drei Schwerter. Gerade jetzt in den letzten Wochen haben viele Menschen noch einmal sehr, sehr schmerzlich erfahren müssen, welche Hoffnungen sich vielleicht zerschlagen haben, was man dachte, was man auch mit Liebe erreichen kann. Gerade die Herzmenschen, ja, und ich zähle mich auch dazu, glauben ja, je mehr man liebt, je mehr man den anderen versteht, je mehr man auf dem anderen zugeht und ihm sagt, schau, ich bin da mit meiner ganzen Liebe, desto mehr wird der andere sich schon einlassen. Und da ist ganz, ganz viel an Träumen und an Illusionen zerplatzt in diesem Jahr, weil wir feststellen mussten, die Liebe dem anderen immer wieder anzubieten, über vieles hinwegzuschauen, immer wieder auch Entschuldigungen für das Verhalten des anderen zu finden, ist nicht der Weg hin zur Stabkönigin oder zum Stabkönig. Denn sie oder er, das ist ein Mensch, der weiß, was er wert ist, der sich nicht immer wieder auf Kompromisse einlässt, ja, sondern sie oder er setzt Grenzen. Und wenn man das dann tut, entwickelt sich der Prozess auf eine neue Stufe, weil man selbst in eine andere Schwingungsfrequenz gerät und auch merkt, dass die Verlustangst kleiner wird. Ja, und das ist das Positive daran. Wenn du lernst, für dich einzustehen, Grenzen zu setzen und auch mal zu sagen, nein, ich werde jetzt meinen Kelch der Liebe dem anderen nicht erneut hinterhertragen, dann wächst deine Kraft. Und dein Selbstvertrauen, ja. Also lass diese schmerzliche Erkenntnis ruhig da sein. Ich frage, was kommt von außen auf dich zu? Und hier haben wir den Ritter der Stäbe. Und da hatte ich sofort den Impuls, es könnte jetzt bis zum Jahresende nochmal eine Reihe von Prüfungen auf die Herzmenschen zukommen. Ja, der Ritter der Stäbe, das ist einer, der galoppiert mit großer Leidenschaft auf dich zu. Aber Vorsicht ist geboten. Ich habe jetzt gerade im letzten, ich würde mal sagen Vierteljahr, in den letzten 3-4 Monaten viele persönliche Readings erstellt. Da haben Klientinnen und Klienten, die sich aus einer Seelenpartnerschaft befreit haben, die einen Zyklus in einem Seelenpartnerprozess, meist mit einem karmischen Seelenpartner zum Abschluss gebracht haben, haben neue Menschen kennengelernt. Und das fing auch oftmals sehr, sehr vielversprechend an. Und innerhalb kürzester Zeit hat man gespürt, oh weh, das war eine Prüfung. Da habe ich eigentlich die Prüfung vor die Nase gesetzt bekommen, wie weit bin ich denn jetzt gekommen? Auf dem Weg hin zu mir selbst, in meiner Selbstliebe, in meinem Selbstwert. Und das fühle ich, könnte auf viele von euch jetzt nochmal zukommen. Entweder ein Mensch, den du schon kennst, vielleicht auch dein Seelengefährte, kommt nochmal auf dich zu und dann heißt es Vorsicht walten lassen. Ja, hier fällt kein König, hier fällt der Ritter der Stäbe. Wie gesagt, eine leidenschaftliche Energie. Hier kommt jemand vielleicht auch mit sehr schönen Worten, mit vielleicht auch Versprechungen, die du dir sehr, sehr oft schon erhofft hast. Aber es ist kein König, ja. Der Ritter läuft immer Gefahr, sich dann doch wieder aus dem Staub zu machen, doch wieder nur vielleicht antesten zu wollen, wie weit bist du schon in deiner Kraft. Also da könnte es bis zum Jahresende noch ein paar Tests aus der geistigen Welt geben. Ich frage dann hier nach deinen Hoffnungen oder Ängsten und da sind zwei Karten gleichzeitig gefallen. Der Gehängte und die sieben Kelche, diese Karte haben wir jetzt so oft gesehen in der Vergangenheit, die Illusion. Also ein bisschen befürchtest du noch, immer noch in dieser Schleife hängen zu bleiben oder vielleicht durch neuen Kontakt oder dadurch, dass jemand noch einmal auf dich zukommt, vielleicht wieder hier in einer Warteschleife zu landen. Aber ich möchte dich jetzt gleich positiv stimmen, denn eine wunderschöne Karte ist zum Schluss gefallen.
als ich gefragt habe, wie geht es für dich ins neue Jahr, was deine Seelenverbindungen betrifft, und da fallen die 10 Münzen. Das ist eine Erfüllungskarte. Dir wird es gelingen, in dein eigenes inneres Zuhause zu gelangen. Du wirst dir deines Wertes vollkommen bewusst sein. Ich würde mal sagen, du wirst die Prüfung, was immer es für dich ist, auch bestehen. Und ich habe das Gefühl, dass sehr viele Herzmenschen sich jetzt auch beruflich, ja, und finanziell wirklich auf ihre Themen konzentrieren. Ich mache derzeit fast genauso viel Berufsreadings wie Liebesreadings. Ja, denn es geht für viele Menschen darum, wirklich zu verstehen, dass es zunächst um deine eigene Stabilität, deine Unabhängigkeit vom Außen geht, vor allem die Unabhängigkeit von einem anderen Menschen. Und wie wunderschön bringt die geistige Welt noch den Stern für deine spirituelle Erkenntnis und Weiterentwicklung. Also es geht für die Herzmenschen jetzt bis zum Jahresende wirklich nochmal darum, den Sinn unserer Seelenverbindungen zu verstehen. Dass es nicht darum geht, etwas zu tun, damit dein Gegenüber sich verändert, damit dein Gegenüber seine Aufgaben annimmt. Darum geht es nicht, sondern es geht ausschließlich um deine eigenen Aufgaben. Ja? Und der andere sollte dabei in deinem Prozess erstmal gar keine Rolle spielen. Ja? Der Wagen an der Unterseite des Decks, große Arcana-Karte nochmal, sagt ebenfalls, übernimm die Kontrolle in deinem Leben. Lass dich jetzt in den letzten 2 Monaten dieses Jahres nicht mehr von jemand anderem beeinflussen, in dem Sinne, dass du jemandem erlaubst, Macht darüber zu haben, wie du dich fühlst. Ja? Also tolle Energien mit großen Arcana-Karten, ja, also meine Lieben, es geht um Erkenntnis, um spirituelle Weiterentwicklung, und auf dieser Seite werde ich ganz besondere Unterstützung bieten, wenn du das Gefühl hast, wow, ja, das möchte ich jetzt in diesem Jahr noch klären, bereinigen, ich möchte noch etwas loslassen, ich möchte meine Prüfungen bestehen, ja, dann bin ich für dich da und werde dich hier unterstützen, natürlich mit persönlichen Beratungen, Coaches, Readings und auch hier auf YouTube. Ja, meine Liebe, mein Lieber, wenn du dich jetzt eher auf dieser Seite vielleicht wahrnimmst, könnte es sein, dass du spürst, dir fällt es schwer, dein Herz zu öffnen. Du bist sehr im Verstand zu Hause und sehr passend ist auch die Orakelkarte dazu. Hier heißt es, für dich geht es jetzt bis zum Jahresende um das Betrachten von eventuellen Schuldzuweisungen. Und hier heißt es, ich übernehme die Verantwortung für mein eigenes Wohlergehen. Wenn wir sehr im Kopf zu Hause sind, wenn wir schmerzliche Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben, dann räumen wir unserem Ego oftmals viel Platz ein und dann geben wir entweder anderen Menschen oder aber auch unseren Lebensumständen die Schuld daran, dass wir nicht so können, wie wir eigentlich wollen. Und dazu passt sehr schön die Hauptenergie. Hier wollte die Sonne und die Mäßigkeit fallen. Und mein erster Impuls war, für dich geht es jetzt vor allem darum, noch einmal deine inneren Kindwunden zu betrachten. Du bist dabei nicht allein, du erhältst Führung aus der geistigen Welt. Wunderschön, dein Schutzengel ist an deiner Seite und möchte dich begleiten, noch einmal hinzuschauen, warum du dein Herz vielleicht verschlossen haben könntest. Denn als Kind, und ich finde, das zeigt die Karte hier so schön mit dem Kind, das so frisch und frei hier auf dem Pferderücken sitzt, die Arme geöffnet, ja, vollkommen schutzlos. Als Kind haben wir ein offenes Herz, aber die Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen, oftmals schon in der Kindheit oder in der Jugend oder in späteren Beziehungen, führen oft dazu, dass wir unser Herz verschließen, weil wir Angst davor haben, verletzlich zu sein. Ja, wir haben hier an der Unterseite des Decks die 3 Schwerter, sehr interessant, ja, die lagen hier auch. Das ist die Gesamtenergie. Du darfst dir noch einmal bis zum Jahresende wirklich anschauen, welcher Schmerz sitzt noch in deinem Energiefeld, der es verhindert, dass du dich
für die Liebe öffnen kannst, dass du dich hingeben kannst, dass du das Risiko eingehst, zu lieben. Ja? Denn wenn ich hier in deine Vergangenheit schaue, dann liegt hier explizit das verschlossene Herz. Hier fallen die zwei Schwerter. Die Frau verkreuzt ihre Arme vor dem Herzchakra. Sie trägt eine Augenbinde. Und damit erkennst du vielleicht noch einmal, dass du in der letzten Zeit deine Gefühle unterdrückt hast. Vielleicht hast du auch Kontakt zu jemandem abgebrochen, der dir nahe kommen könnte. Vielleicht hast du jemand Neues kennengelernt und hast genau gemerkt, wow, da spüre ich etwas und das will ich aber nicht spüren, weil ich vielleicht sonst die Kontrolle verliere, und hast den Kontakt wieder abgebrochen. Ja. Oder aber du hast gemerkt, dass dir ein Mensch sehr, sehr viel bedeutet, aber du möchtest diese Gefühle gar nicht spüren, weil sie immer die Gefahr mitbringen, dass du dich diesem Menschen auslieferst, dass du dann vielleicht irgendwann nicht mehr zurückrudern kannst und deine Gefühle nicht mehr unterdrücken kannst. Ja. Was passiert in deinem Unterbewusstsein? Was ist dir nicht bewusst? Der Tod, finde ich sehr, sehr krass, ja, dass hier ähnliche Karten gefallen sind. Deswegen habe ich auch nochmal die Bestätigung eigentlich erhalten, dass es gut war, diese beiden Legungen in ein Reading zusammenzufassen. Denn wir können wirklich nicht mehr klar unterscheiden, das ist die eine, das ist die andere Seite. Viele Menschen erkennen sich in beiden Legungen wieder. Ja, Aspekte aus beiden Legungen sind wichtig. Hier ist dir gar nicht bewusst, dass etwas zu Ende gehen darf. Vielleicht auch noch dieser Schmerz, der in deinem Energiefeld steckt, denn er verhindert, dass du dich wieder einlässt auf das Leben. Vielleicht steckst du aber auch in Lebensumständen, die dich nicht glücklich machen, ja, in denen du keine Erfüllung findest und dir ist noch gar nicht bewusst, dass hier etwas sterben darf. Passt im Übrigen hervorragend zu der Energie des Skorpions, ja, in der wir uns ja jetzt befinden. Der Tod steht als Sternzeichen im Tarot für den Skorpion und das ist dieser Stirb- und Werdeprozess. Also mache dir bewusst, dass du bestimmte Ängste, ja vor allem die Angst, die Kontrolle über deine Gefühle zu haben, jetzt loslassen darfst, damit du überhaupt der Liebe ermöglichst, zu dir zu finden. Und da könnte es eben sein, dass du deinen Umständen, deinen Lebensumständen, vielleicht deiner Vergangenheit, Menschen aus deiner Vergangenheit, die Schuld gibst, dass du jetzt so bist, wie du bist. Und da sagt die geistige Welt, du bist Mitschöpfer. Du bist Mitschöpfer, du bist nicht Opfer. Du allein hast die Verantwortung, wie du dein Leben gestaltest. Wie siehst du das Ganze? An der Stelle wollten wieder zwei Karten gleichzeitig fallen. Hier fällt der Page der Kelche und das Ass der Schwerter. Du sagst, ich weiß, im Grunde, wenn ich so lebe, wie ich gerade lebe, habe ich selbst nur einen Fisch im Kelch zu reichen und ich laufe Gefahr, in meinen Verbindungen auch nur den Kelch mit dem Fisch gereicht zu bekommen. Und deswegen ist es so wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Ich finde das genial, dass das Ass der Schwerter hier zum Pagen der Kelche fällt. Nämlich die Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich bin bereit, Liebe in mein Leben zu lassen. Keinen Fisch im Kelch, sondern den gefüllten Kelch der Liebe. Ja, das ist das, was dir zusteht. Das ist das, was du verdienst. Und ich möchte an der Stelle ein bisschen vorgreifen. Schau dir mal die wundervolle Karte als Rat der geistigen Welt an. Hier fällt das Ass der Kelche. Die geistige Welt sagt zu dir, das ist das, was du anstreben sollst. Nicht den Fisch im Kelch. Triff die klare Entscheidung, dass du Liebe in dein Leben lässt. Denn Liebe wird in der kommenden Zeit, meine Lieben, immer wichtiger. Nur mit Liebe können wir das, was im Moment im Kollektiv passiert, zur Heilung bringen. Und von außen kommt eine Entscheidung auf dich zu. Hier fallen die Liebenden, eine der Seelenpartnerkarten im Deck.
Und es könnte tatsächlich sein, dass es für dich darum geht, bis zum Jahresende eine Entscheidung in einer Seelenverbindung zu treffen. Und dann darfst du diese Entscheidung zu deinem höchsten Wohl treffen. Du darfst. Erinnere dich daran, wie du als Kind Dinge entschieden hast. Aus deinem Herzen heraus, aus deiner Intuition heraus. Lass deinen Verstand, der dir oftmals Lügen erzählt, nicht übermächtig werden, sondern treffe deine Entscheidungen aus dem Herzen heraus. Wovor hast du Angst? Was hoffst du? Hier fällt die Angst per se, der Mond und die fünf Stäbe. Du hast Angst, vielleicht in eine konfliktgeladene Situation zu geraten. Du hast Angst vielleicht auch davor, was sagen denn die anderen Menschen in meinem Leben, wenn ich jetzt meinem Herzen folge. Oder aber du hast Angst, dass du es bereuen könntest, im Nachhinein deinem Herzen gefolgt zu sein. Ja, da könnte wirklich bis zum Jahresende noch viel passieren bei dir. Denn ich habe das Gefühl, dass die geistige Welt, vor allem hier mit der Mäßigkeit, in dein Leben, ja, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gehst, eine Situation bringen könnte, die dich, ich möchte es fast mal ein bisschen brutal ausdrücken, zum Fühlen zwingt. Viele Menschen erleben derzeit Dinge, und wenn es der Tod von einem geliebten Haustier ist, wenn es vielleicht die Erkrankung eines guten Freundes ist, irgendetwas, was das Herz aufreißt, ja, wisst ihr, was ich meine, was das Herz mit einem Mal aufreißt, oder man hat selber vielleicht das Gefühl, einem geht's nicht gut, man geht zum Arzt und bekommt eine Diagnose, mit der man gar nicht gerechnet hat, ja, passiert im Kollektiv der Menschen, die noch sehr, sehr, sehr im Kopf sind und ihr Herz immer wieder unterdrücken, derzeit häufig. Hab keine Angst, alles ist gut, ja, denn du wirst in deine Kraft finden. Wunderschöne Karte auf meine Frage, wie entwickelt sich deine Energie zum Jahresende hin? Wie startest du ins Jahr 2023? Und die Frau auf dieser Karte besiegt ihre Angst, ja, also besser könnte es über diese Karten und neben dem Ass der Kelche nicht liegen. Diese Frau entwickelt den Mut, ihrer Angst ins Gesicht zu blicken und ihrem Herzen zu folgen. Und ganz entscheidend die liegende Acht über ihrem Kopf. Wieder nehme ich wahr, das war in der Meditation über diesem Kartenblatt, ich habe über jeder Legung eine einzelne Meditation gemacht. Und hier kam es ganz stark in der Meditation auch durch, dass die geistige Welt den Menschen, die jetzt noch sehr, sehr im Verstand zu Hause sind, ja, die sich schwer tun, ihr Herz zu öffnen und sich einzulassen, die Kraft verleiht, ihren Ängsten ins Gesicht zu blicken. Und wenn du den Mut findest, dich an deine göttliche Führung, an deinen göttlichen Mentor, wer immer es für dich ist, zu wenden und darum bittest, dass dir Beistand gewährt wird, ja, bei dieser Herzöffnung, dann wirst du einen viel leichteren Weg vor dir haben, als wenn du versuchst, alles für dich alleine zu lösen. Also ich finde, es sind ganz wundervolle Energien im Kollektiv bis zum Jahresende. Auf dieser Seite spüre ich wirklich die Kraft, Grenzen zu setzen, dich in deine Größe hineinzubegeben, ja, wirklich zu sagen, ich habe verstanden, was der Prozess für mich an Aufgabe bringt und ich darf mein Gegenüber sein lassen, ja, wenn es für dich jetzt hier um dein Gegenüber geht. Wenn du dich aber mit dieser Legung mehr identifizieren konntest, dann darfst du dich darauf gefasst machen, dass die geistige Welt alle Hebel in Bewegung setzen wird, um dein Herz aufzureißen. Meine Lieben, fragt euch immer und immer wieder, und das gilt für beide Seiten, was würde die Liebe tun? Oder anders formuliert, hat dieser Weg ein Herz? Ich werde euch in diesen 2 Monaten sehr, sehr engmaschig begleiten. Es wird viele Readings geben. Ich bedanke mich an der Stelle für jede freiwillige Wertschätzung. Herzlichen Dank, ich weiß das sehr, sehr zu schätzen, für meine kostenlose Arbeit hier auf YouTube bedanke ich mich von Herzen. Wenn ihr mir einen kleinen Ausgleich zukommen lasst,
dann werde ich auch, wie ich es jetzt schon gemacht habe, weniger Videos über Vimeo und die Webseite veröffentlichen, sondern möglichst viele Videos hier allen Menschen zugänglich zu machen. Bitte liked die Videos, abonniert den Kanal, dass wir unsere Reichweite erhöhen, dass diese Botschaften zu möglichst vielen Menschen kommen. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende und ich bin spätestens am Montag wieder für euch da mit einem Impuls zum Start in die neue Woche, meine Lieben. Herzliche Grüße, die Uli. Tschüss.